Nein, einfach nur durch. Okay. Das sieht hier sehr beschissen aus. Wenn ich das so anmerken darf. Öffnen. Was kann man denn hier öffnen? We can probably break this wall. Okay. Öffnen? Damals war es eingebrockt. Zale, I'm going ahead. Ach so. Da sind unsere Kumpanen irgendwo gewesen. Wo sind sie denn? Hallo? Kumpanen? Ah, Truhe. Und? Gnomenkupfer. Ich möchte mal gerne Gnomen Silber finden. Wir haben schon so viel Gnomenkupfer, aber noch kein einziges Gnomen Silber. Wäre schöne. Schöner, ja. Just like the ones that got me. Ah. Watch out for their poison. Come on. Got to help Dagrin. Yurik, blast those barrels. Got it. Ha. Wow, was war denn das jetzt? Well done, Zale. Great timing. Okay, super. Heldenrüstung. Wow. War ja episch. Öffnen? Nein. Können wir hier runterhüpfen und uns den anderen zugesellen? Nein, können wir auch nicht. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Manu. Was machen wir hier durch? Gibt es da irgendwas Tolles oder einfach nur mehr Gegner? Sorry to keep you waiting. Is everybody okay? Wo seid ihr? Shit. Scheiße. Riesenkrabbe. Wasser? Tier? Ich glaube Tier. Ja, diese Kreatur schießt mit giftigen Stacheln um sich. Was? Eiswesen, schwache Schwäche, Feuer. Ist ja praktisch, da wir auch so viele Feuermagier dabei haben. Nicht wahr, Jurik? Na, dann machen wir jetzt erst einmal den Schützenfest-Leuten-Krams. Hüpft da nicht einfach runter. Das ist so unangebracht. So. Dich hätten wir und dich machen wir auch gleich platt. Und da vorne ist eine Kristallkrabbe oder was ist das? Aua. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Stirb einfach jetzt einen gnadenbringenden Tod. Okay. War's das? Und ich habe gerade ein Kupferschwert eingesammelt, ohne es zu merken. He was the greatest sailor on the whole island. Every day he set sail before the crack of dawn. He protected our island. I was always really proud of my father. I remember it was a freezing morning and the fog was incredibly thick. That was when pirates attacked our island. All the men went fearlessly to protect the village, but my father never returned home. There were rumors that he knew about the attack and fled for his life. But I couldn't believe them. I didn't want to believe them. But secretly, I always asked myself, what if he did run away? Me and my mother had to leave the village after that. It was a brutal journey. And while we were traveling, my mother, she died. Yurik, forget the rumors. What do you believe? Did he run away? I don't know, but I have to find out. Then let's go. There's got to be some clues left. We'll find out the truth. Is this a dead end? No.
The captain's quarters are definitely here somewhere. Ist mir scheißegal, ich gehe erstmal den anderen Weg lang und gucke, ob es hier Truhen gab. Oh, jede Menge tote Skelette. Also halbtote Skelette. Ja, nö, also nein. Wieso kann man die Tür hier nicht öffnen? Ach, das ist gemein. Also keine Truhen erstmal. Schade. Nicht eine wenigstens? Eine Gratistruhe? Nein. Leider nicht. Dann gehen wir mal die Leiter hoch, die da plötzlich erschienen ist. Ach nee. 618 Gold. Huh. Vielleicht noch mehr Zeugs? Irgendwo? Hier oben zum Beispiel? Nein, das ist nur ein Ruder. Nein. Verkehrt. Wie gesagt, ich drücke immer zuerst L und dann R. Schwerer Beinschutz. Sehr schön. Oh, Mann. Meine Fresse. Unkonzentriert bis zum geht nicht mehr. Hoch. Hinauf. Ins Licht. Aber pronto. WTF, Irrlicht. Ich guck mal kurz, kann man das abschießen? Nee, nicht so richtig. Oder Wechselbalg oder irgendwie so ein Kram? Ich weiß es nicht. Scheiße. What's this smell? It smells good. What is it? It's Gamora shrimp stew and roast pheasant in Campo sauce. Oh, and they're served with some freshly baked whole wheat bread. You can tell that from here. Wow. Ja, das ist beeindruckend. Was für ein Bärenappetit. Und ich sehe, da ist ja wirklich was zu essen. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das sieht mir ganz nach einer Falle aus. Das sieht mir richtig nach einer Falle aus. Wenn irgendwo im verlassenen Schiff... Nein. Let's tuck in. Oh, please. Don't think about it, Mirania. It might be poisoned. Da ist ein Spiegel. Ich sehe es eindeutig. Und die Platte ist nur halb so groß, wie man eigentlich meinen könnte. Okay, weg damit. Ein Spiegel, was sage ich? Der etwas verbirgt. Und zwar ein Geheimgang. Ich mag sowas nicht. Also erst Mirania, jetzt Yurik. Ich hasse es. Wieso immer diese tollpatschigen Manöver? Und vor allem, wieso Spiegel? Wieso ein so großer Spiegel? Ich frag mich immer noch. Ich glaube, es ist eine Art Irrlicht oder irgendwie sowas, das hier sein Unwesen treibt. Ich glaube, er ist noch jung. Vielleicht wissen wir nicht Yurik so gut, wie wir denken. Hm. Kommt ihr? Wo geht's hier eigentlich lang? Deckung? Öffnen. Steht ihr jetzt immer noch da hinten rum? Ja, er steht immer noch da hinten rum. Gibt's hier irgendwo eine Truhe? Ach ja, hier gibt's eine Truhe. Ah ja, da rennen sie vorbei. Schwerer Beinschutz. Eine tolle Sache. Okay, ich wollte eigentlich jetzt mal ganz episch hier rüber hüpfen, aber es ging wohl doch nicht. Öffnen. Springt über mich rüber. Das könnt ihr doch so toll. Mirania, kannst du es nicht? Naja, ich wollte es eigentlich auch mal von jemand anders sehen, außer von mir. Ja, das must be a Speicherpunkt. Na, so. Und? Speichern. Ja. Speichern abgeschlossen. Immer wieder hervorragend. So, ja, dann... denke ich... machen wir weiter. Yurik, are you okay? No doubt about it. Dad.
This is Dad's writing. It's been a week since we've been adrift. We still haven't seen land, and the crew are in a terrible state. No mast, no rudder. The ship is like a huge coffin, bobbing up and down on the waves. All hope is lost for us. So Dad was shipwrecked. But how? Why? The skies were totally clear. Ich bin schockiert. Erstens, WTF, hier gibt's irgendwo etwas. Zweitens, WTF, hier ist ein riesiger Vorhang. Drittens, WTF, ich wette, dahinter ist ein Spiegel, weil wir einen Spiegel in dem Sinksraum gesehen haben und Vorhänge, durch die man nicht durchlaufen kann. Und vor denen halt ein Vorhang ist, bedeutet Spiegel. So kenne ich das zumindest aus alten Gebäuden. Und ich weiß nicht, ein Schiff, altes Gebäude, könnte hinkommen. Okay. Vermutung, das sind nicht wir. Das ist kein Spiegel, das ist ein Raum. Und der ist bewohnt. Ah, ich hasse sowas. Wow. Was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich den angreife, greift er mich doch auch an. Also, logisch gedacht, aua. Ja. Wenn er mich angreift, andersherum auch, genau, dachte ich mir. Oh, das funktioniert jetzt also, oder was? Ah, shit, ich konnte nicht wegrollen. Was? Was soll ich machen? Lass ihn was? Hier reinlocken. Okay. Ah ja, gar nicht mal so langsam geschaltet. Ist ja cool. Au. Ich hasse sowas. Vor allem finde ich sowas gruselig irgendwie. Komm hier rein. Aua. Ich möchte mal gerne probieren, was passiert, wenn ich hier hingehe. Und in die andere Richtung geschlagen habe. Aua. Au. Aua. Das war ein Fehler. Hätte ich nicht machen sollen. Und das... Naja, egal. Kann ich jetzt hier irgendwie... Oh. Ist auch sehr episch, wenn man einfach mal durch einen Spiegel durchkommt. Also das ist kein Spiegel, das ist eine Glasscheibe. Naja, egal. Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Meine Fresse. Egal. Hätte ich gerne aufgewirbelt. Einfach mal so, just for fun oder so. Aber, naja. Egal. Komm hier rein. Na bitte, geht doch. Noch mehr? Die Geräusche sind geil. Na? Ich weiß nicht, wie man so ein Ding nennt, aber es ist kein Irrlicht. Also da habe ich mich doch getäuscht irgendwie. Ah, Mann. So, komm.